So, meine Freunde der gepflegten elektronischen Haltung, willkommen zurück. Ja, ich habe doch tatsächlich das letzte Mal die Aufnahmen abgebrochen. Ich hatte einfach keine Lust mehr zu spielen. Heute habe ich wieder Lust und ich habe mal nachgeguckt. Wir wollten nochmal in die Küche gehen und nochmal uns da umschauen, glaube ich. Geht da in die Küche? La. Genau, wir wollten noch mal. Das ist ein Sack voll Mehl. Das ist ja schön. Dann nehmen wir direkt mal noch ein Schäufelchen mit. Mwahaha. Da unten sind einige Batterien begraben. What the fuck? Das. Das funktioniert. Gerade so. Okay. Okay, jetzt haben wir eine Taschenlampe, die funktioniert. Was wollte ich denn jetzt noch? Ah ne, den Lauschen brauchen wir nicht mehr. Das haben wir schon, dann gehen wir jetzt da lang. Okay. Mir ist auch noch eingefallen, wir haben noch ein paar Balkone zu durchsuchen. Oder zu untersuchen. Gucken wir mal, wo wir auf den Balkon kommen. Ja, hier. Dann geht's nicht weiter, hier geht's weiter. Hier ist nichts groß. Okay. Der ist fertig untersucht. Na, hier bin ich bei dem Doc im Zimmer. So, einmal hier rum, dann hier rein. Da haben wir wieder einen Balkon. Gehen wir erstmal hier lang. Oh. Ein Falke? Mit einem Fisch in seinen Krallen. Langsam geht mir das Vogelthema auf den Geist. Ah, hier kann man was einstecken. Das können wir auch einstecken. Ja. Haben wir dann alles? Und das hier auch noch. Okay, hier ist Schluss. Wir konnten ja noch in die andere Richtung weitergehen. Schon wieder ein Seevogel. Dieser sieht wie ein Albatros aus. Entsetzlich. Okay. Ich glaube, dann haben wir jetzt alles eigentlich untersucht. Kann das sein? Da hinten geht es nicht weiter. Wo können wir hier hin? Okay. Da wir alles haben, würde ich sagen, gehen wir mal wieder runter. Und ja. Jetzt müssen wir mal gucken, irgendwie, wie wir die Story jetzt hier weiter zum Laufen kriegen. Da hier lang. Und hier lang. Jetzt haben wir ja einmal alles untersucht. Lauschen wir nochmal, was Neues ist. Guck dich nicht um, da ist keiner. Aha. Mit meinem Ohr an der Tür wird das Gespräch ziemlich klar. Schön. Und? Hat irgendjemand das Gedicht über dem Kamin gesehen? 10 kleine Leichtmatrosen? Ja, ich habe es gesehen. Und vor uns im Mittelpunkt des Tisches stehen die 10 kleinen Leichtmatrosen selbst. Ordentlich und korrekt. Ich habe es gern ordentlich und sauber im Haus, Euer Ehren. Robson, der Mann, der dieses Haus baute, war Seemann. Vielleicht hat Mr. Owen sie von ihm geerbt. Eine weitere Frage für Mr. Owen. Wenn ich mich recht erinnere, ging es in dem Reim um Soldatenjungen. Von
ich höchst unpassend. Es gibt viele Versionen. Sie scheinen sich da ganz gut auszukennen, Miss Claythorne. Ich war Gouvernante, bevor ich als Sekretärin zu arbeiten begann. Gouvernanten verbringen viel Zeit mit Kinderliedern. Alles schrecklich gruselig, wenn Sie mich fragen. Heute gibt es so viel Gewalt in der Welt. Manchmal ist Gewalt notwendig, Miss Brett. Da spricht der wahre Soldat. Was ist jetzt los? Ach, scheiß Antivir. Und so, Träumer. Scheiß Antivir. Müssen Maßnahmen ergriffen werden, bin ich dazu bereit. Wie geht der berühmte Reim, Miss Claythorne? Müssen wir unbedingt von diesem Thema reden. Beim Essen. Miss Brent hat vielleicht recht, Mr. Marston. Der Reim ist ziemlich gruselig. Er hängt über dem Kamin im Salon, falls Sie ihn nachher mal lesen möchten. Wenn Sie meinen. Das Essen war ausgezeichnet, Rogers. Mein Kompliment an Sie und auch an Ihre Frau. Sie machen Ihren Arbeitgebern alle Ehre. Danke, Sir. Ladies und Gentlemen, es freut mich, das zu hören. Nach dem Essen werden im Salon Drinks serviert. Ladies und Gentlemen, ich bitte um Ruhe. Hier spricht Ihr Gastgeber Ewan Owen. Ihnen werden folgende Verbrechen zur Last gelegt. Edward George Armstrong. Sie haben am 14. März 1925 den Tod von Louisa Mary Cleese herbeigeführt. Emily Caroline Brent. Sie waren am 5. November 1931 für den Tod von Beatrice Taylor verantwortlich. William Henry Blaw. Sie haben am 10. Oktober 1928 den Tod von James Stephen Landor verursacht. Vera Elizabeth Claythorne. Am 11. August 1935 töteten sie Cyril Ogilvie Hamilton. Philip Lombard. An einem Tag im Februar 1932 waren sie schuld am Tod von 21 Männern eines ostafrikanischen Stammes. John Gordon Mackenzie. Am 4. Januar 1917 schickten sie Arthur Richmond, den Geliebten ihrer Frau, absichtlich in den Tod. Anthony James Marston. Am 14. November des letzten Jahres haben sie sich des Mordes an John und Lucy Combs schuldig gemacht. Thomas Rogers und Ethel Rogers. Am 6. Mai 1929 haben sie den Tod von Jennifer Brady herbeigeführt. Lawrence John Wargrave. Ihnen wird zur Last gelegt, am 10. Juni 1934 Edward Seaton ermordet zu haben. Angeklagte, haben Sie irgendetwas zu Ihrer Verteidigung vorzutragen? Doktor? Nur ein Schwächeanfall, Rogers. Es geht ihr bestimmt gleich wieder gut. Narricott, holen Sie bitte meine Tasche aus meinem Zimmer? Ja, natürlich. Wackerer Kerl. Marston, gleich werde ich Hilfe brauchen, um Sie auf Ihr Zimmer zu bringen. Natürlich. Es ist hinter der Küche, Rogers. Ja, Sir. Danke, Sir. Sie können diese Tür nehmen. So, dann holen wir mal eben schnell die Tasche. Ja, also alle werden des Mordes angeklagt. Der eine mehr, der andere weniger. Ach ne, falsches Zimmer. Toilette. Da haben wir sie. Nehmen. Und ab geht die wilde Luzi. Okay, die sind offenbar schon weg. Weil ich glaube, die waren hier drin, ne? Vielleicht können wir später sprechen. Jetzt muss ich mich um meine Patientin kümmern. Ja, ja, kümmere dich um deine Patientin. Ja. Danke, Mr. Narricott. Ich stehe in Ihrer Schuld. Hier noch irgendwas? Nein. Okay, also alle, die im Hause sind, haben irgendwie mal
einen Menschen auf dem Gewissen. Interessant. Gut, ich habe das Buch gelesen. Von daher war das jetzt keine große Überraschung für mich. Boah, Greggy. FPS-Einbruch. Was ist hier wieder los? So. Schon wieder dieser FPS-Einbruch. Warum? Warum ist so ein FPS-Einbruch? Also, Rogers, erzählen Sie uns von dieser seltsamen Stimme. Das war Mr. Owen, Sir. In seinem Brief wies er mich an, Sie auf das Grammophon zu legen, sobald Sie alle nach dem Essen hier sitzen. Das war die Stimme von Mr. Owen? Bezweifeln Sie, dass er es war? Nein, ich dachte, ich hätte Sie erkannt. Ich habe mich wohl geirrt. Was für ein übler, grausamer Scherz. Sie halten das für einen Scherz? Was soll es denn sonst sein? Ich muss noch einige Zeugen vernehmen, bevor ich dazu meine Meinung äußere. Mr. Marston und ich haben Mrs. Rogers auf ihr Zimmer gebracht. Ich gab ihr ein leichtes Beruhigungsmittel. Sie schläft jetzt. Von wem auch immer diese Aufnahme stammt. Er hat sich die Mühe gemacht, sich sehr genau über uns zu erkundigen. Er hatte recht, was Seaton betrifft. Ich war Richter bei dem Prozess. Aber ich habe lediglich einen schuldigen Mann verurteilt. Ich erinnere mich an den Fall. Wenn ich mich recht erinnere, wurde gemunkelt... Zum Glück wird nicht durch Gemunkel über Schuld und Unschuld entschieden, sondern von jenen, die dazu befähigt sind, ein Urteil abzugeben. Richter auf dieser Aufnahme wurde eine Person nicht erwähnt, Mr. Narracott natürlich. Laut Mr. Blaw hat er allerdings einen Platz darin verdient, wenn Mr. Owen dazu geneigt gewesen wäre. Das kann aber auch daran liegen, weil Mr. Narracott, also ich, gar nicht geplant war, dass ich auf der Insel bleibe. So, wir fangen jetzt erstmal an, die Leute zu verhören. Ist etwas an der Beschuldigung gegen Sie dran? Das ist Auslegungssache, wissen Sie, aber ich müsste die Frage bejahen. Wollen Sie mir erzählen, was passiert ist? Eine ältere Frau, armes Ding, ich hatte die Nacht durchgearbeitet, ein Notfall. Ich war mit den Nerven fertig, mir zitterten die Hände, aber ich musste operieren. Ich musste versuchen, sie zu retten. Ich trank ein oder zwei Gläschen, um mich zu stärken, aber ich habe es verpfuscht. Es war nicht der Alkohol, das schwöre ich. Es war ein Unfall. Es hätte jedem anderen Arzt auch passieren können. Glaube ich nicht. Was führte Sie hierher, nach Shipwreck Island? Owen schickte mir einen Brief, ob ich mir seine Frau ansehen würde, die an Arthritis und Muskelkrämpfen leide. Was war das für Klatsch bezüglich des Seaton-Prozesses? Ich will keinen Klatsch über einen Mann mit einem Ruf wie dem von Richter Wargrave verbreiten. Wenn ich mir bei Ihnen sicher wäre, vielleicht. Aber das bin ich nicht. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, Doktor. Okay.